Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mal auf eure Fragen eingehen, die ihr mir in den Kommentaren hinterlassen habt. Es ging um folgende Sachen. Also wir sollten mal ein bisschen was erzählen über die Pflege unserer Wellensittiche. Und damit wollen wir heute mal beginnen. Und zwar mache ich jetzt hier mal gerade ein paar Sitzstangen sauber. Ihr seht, ich habe die hier schon bereitgelegt im Waschbecken. Und alles, was ihr dazu braucht, ist praktisch heißes Wasser und eine Bürste. Ja, und jetzt legen wir auch gleich mal los. So, das Wasser sollte auf jeden Fall heiß sein. Bei uns kommen hier so circa 60 Grad heißes Wasser aus der Leitung. Da sind auch viele Keime dann schon mit abgetötet. Die besten Sitzstangen für eure Wellis holt man am allerbesten im Garten. Und ich hole da immer unsere Haselnusszweige. Die schneide ich ab und dann mache ich die so passend für den Käfig, dass sie da gut reinpassen. Da haben die Vögel immer frische Zweige, die lieben sie, da können sie dran knabbern. Und wie gesagt, also die müssen öfter erneuert werden. Man sollte die auch nicht zu lange im Käfig drin lassen. Immer mal wieder neue Stangen reinmachen. Und man kann auch nicht alle Hölzer verwenden. Also ihr müsst dann wirklich aufpassen, welche Hölzer. Ich schreibe euch nochmal in die Infobox unten rein, welche Hölzer ihr verwenden könnt. Und da müsst ihr keine Sitzstangen irgendwo kaufen gehen. Die könnt ihr entweder in eurem eigenen Garten oder wenn ihr keinen Garten habt, vielleicht mal beim Nachbarn fragen, irgendwo mal abzwicken. Und da kann man wunderbare Sitzstangen in die Volieren reinmachen. Ja, und da muss man nichts kaufen, man braucht kein Geld ausgeben und die Vögel fühlen sich außerdem noch viel wohler, als wenn sie auf einer Plastiksitzstange sitzen müssen. Und die sind meistens sowieso vom Handeln ein bisschen zu dünn gemacht. Also der Vogel sollte mit dem Fuß die Sitzstange nicht komplett umgreifen können, weil es sonst zu Fehlstellungen der Füße kommen kann. So, das war's auch schon. Also wie ihr seht, ich habe die Sitzstangen von allen Seiten gereinigt. Das sollte man auf jeden Fall mindestens ein bis zweimal in der Woche machen. Jetzt werde ich sie nochmal mit heißem Wasser überbrühen, also das, was aus der Leitung kommt, ja, nochmal richtig schön heiß abspülen und dann lege ich sie draußen in die Sonne zum Trocknen. Ja, und hier habe ich mir mal einen Haselnusszweig abgeschnitten und da werde ich jetzt die Blätter abmachen und die kleinen Zweige und dann kann man da wunderbare Sitzstangen draus basteln. Ja, und was ihr unbedingt wissen solltet, diese Gartenscheren, die sind sehr scharf. Also lasst euch ruhig von euren Eltern helfen, falls ihr noch nicht erwachsen seid. Ja, die helfen euch da bestimmt gerne. Und für die größeren Jugendlichen, die können das natürlich auch selber machen, so wie ich, ne? Gut.